Servus und willkommen zu der Serie Einfaches Refactoring. Heute zeige ich dir, wie du mehrfach genutzte Variablen aufteilst. Manchmal findet man eine Variable vor, die für verschiedene Zwecke genutzt wird. Meist ist diese Variable auch nicht sehr präzise benannt. Variablen sollten generell nur für einen Zweck stehen. In längeren, komplexeren Methoden geht ansonsten schnell die Übersicht verloren, welcher Wert jetzt genau in der Variable steht. Möglicherweise wird die Variable überschrieben und erzeugt so einen Bug. Steht die Variable nur für einen Zweck, kann sie auch aussagekräftig benannt werden. So dient sie der Dokumentation und der Code wird dadurch leichter verständlich. Nutze verschiedene Variablen für verschiedene Anwendungsfälle. Jede Variable sollte nur für eine spezielle Sache stehen. Der Code ist besser lesbar und leichter verständlich. Jede Variable ist aussagekräftig benannt und steht für ihren eigenen Geltungsbereich. Die Gefahr, dass eine schwach benannte Variable versehentlich überschrieben wird, ist sehr viel geringer. Wie du siehst, ist Refactoring ganz einfach.